Eine Woche später. In Köln treffe ich mich mit Jasmin aus meinem Team. Sie kennt sich besonders gut mit Frankreich-Fällen aus und soll zwei Spuren verfolgen, die nach Frankreich führen. Zunächst aber mache ich sie mit dem Fall vertraut. Also aufgrund dieser Anzeige, die Lukas geschaltet hat, gibt es jetzt eine neue Spur, die nach Frankreich führt. Und da kommst du ins Spiel, denn du bist meine Frankreich-Expertin. Ja. Da hat sich ein Mann gemeldet, der ganz sicher unseren Vater kannte, leider keinen Kontakt mehr hat, aber weiß, dass er nach Frankreich gegangen sein soll. Okay, und wohin genau? Da gibt es zwei Ansätze, weil lustigerweise gibt es den Namen, also Carlos Lima da Silva, relativ häufig in Frankreich, aber es gibt zwei Spuren, die ich besonders interessant finde. Weil? Ich zeig dir das mal hier drüben an der Karte. Die eine führt nach Paris, ins 13. Arrondissement. Das ist deswegen interessant, weil das Geburtsjahr, also 1963, übereinstimmt und ist eine Privatadresse. Also ich glaube, das könnte eine heiße Spur sein. Und die zweite Spur, das ist hier unten in Lyon, da taucht der Name in Verbindung mit einer Baufirma auf. Ah, und er hat auf dem Bau gearbeitet, deswegen würde das ganz gut passen. Genau. Ja. Aber ich denke, Paris ist die Spur Nummer eins. Absolut. Also Paris klingt vielleicht etwas konkreter mit der Privatanschrift. Genau, da würde ich auch anfangen. Guck mal, das sind die Adressen, ich habe es dir hier schon mal ausgedruckt. Ja. Da musst du hin. Ja, mache ich, gerne. Ja? Super. Alles klar. Ich starte mit Paris und ich halte dich auf dem Laufenden. Sehr gut. Noch am gleichen Tag reist Jasmin nach Paris. Am nächsten Morgen präsentiert sich die französische Hauptstadt im tristen Grau. Das Wetter ist nass, kalt und ungemütlich. Doch Jasmin ist nicht hier, um die romantische Atmosphäre der Stadt zu genießen. Sie geht einer Spur nach, die möglicherweise zu Larissas Vater führt. Telefonisch konnte man im Vorfeld leider keine Auskunft erhalten. Ich bin jetzt direkt schon auf dem Weg zu der Adresse, die wir von Carlos Lima da Silva haben. Die große Frage ist, ist das tatsächlich der Richtige, also der, den wir suchen? Im 13. Arrondissement, so nennen sich die 20 Stadtgebiete, in die Paris aufgeteilt ist, muss ein Carlos da Silva leben. Das hatten unsere Recherchen von Deutschland aus ergeben. Die 16, hier sind wir schon mal richtig. Oh. Aber es gibt hier keine Klingeln. Also es ist oft in Frankreich so, dass man am Eingang einen Code eingeben muss. Macht es uns jetzt natürlich nicht leichter, aber die Tür ist auf. Hier stehen ja gar keine Namen. Ich probiere es einfach mal irgendwo. Wer ist da? Hallo? Hallo? Bonjour. Guten Tag. Mein Name ist Jasmin. Ich komme vom deutschen Fernsehen. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Sie suchen nach jemandem? Wir suchen einen Mann. Er soll hier im Haus wohnen. Sein Name ist Carlos Lima da Silva. Da müssen Sie sich irren. Wohnt er nicht hier? Nein, ich kenne keinen Mann. Okay. Verstehe. Und der Name sagt Ihnen auch nichts? Ich kenne ihn nicht. Okay. Merci beaucoup. Vielen Dank. Gern geschehen. Auf Wiedersehen. Also sie hat noch nie von ihm gehört. Versuchen wir es einfach an der nächsten Tür. Bonjour. Kannst du mir vielleicht helfen? Ich suche einen Mann namens Carlos Lima da Silva. Er soll hier im Haus wohnen. Keine Ahnung. Noch nie gehört? Noch nie. Ich bin gerade erst eingezogen. Okay. Vielen Dank dir. Ah, nee, das ist nur der Lichtschalter. Klingel gibt's ja nicht. Klopfen wir einfach mal. Bonjour, salut. Hallo. Guten Tag. Was macht ihr denn hier? Ich komme vom deutschen Fernsehen und suche einen Mann namens Carlos Lima da Silva. Der soll hier im Haus wohnen. Kennst du Carlos? Ja, Carlos hatte unter uns gewohnt.
Okay, aber er wohnt nicht mehr hier? Nein, ich weiß gar nicht mehr, wann er genau hier weg ist, aber er wohnt hier nicht mehr. Und weißt du, wo er hingezogen ist? Keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt so gut wie nichts über ihn. Okay. Tut mir leid. Und gibt es vielleicht jemanden hier im Haus, der ihn besser kennt? Mein Vater kannte ihn etwas besser. Vielleicht weiß er, was aus ihm geworden ist. Ich könnte ihn eben mal anrufen und fragen. Wirklich? Ja, klar. Ja, das wäre toll. Vielen Dank. Ich bin gleich wieder da. Vielen Dank dir. Oui, merci beaucoup. Boah, ich hoffe sehr, dass sein Vater weiß, wo der hingezogen ist. Oder wo wir den zumindest finden können. Er weiß leider auch nicht, wo er hingezogen ist. Okay. Er kann sich aber noch erinnern, dass er in der Rue Oberkampf gearbeitet hat, in einem Café oder in einer Bar. Vielleicht war es auch eine Brasserie, das weiß er nicht mehr. Aber auf jeden Fall in der Rue Oberkampf. Aber an den Namen konnte er sich nicht mehr erinnern? Nein, nur, dass es in der Rue Oberkampf war. Okay. Dann vielen Dank. Das ist nicht viel, aber mehr weiß er nicht. Vielen Dank aber, dass du deinen Vater gefragt hast. Ich suche weiter. Gern geschehen. Schönen Tag noch. Ja, schönen Tag dir und danke nochmal. Ja, also irgendwie so ganz konkret war das jetzt nicht. Wo er hingezogen ist, weiß keiner. Und Rue-Oberkampf, das ist so eine sehr, sehr lange Straße. Da gibt es ganz viele Bars und Cafés. Ich habe jetzt keinen Namen und ich finde es auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, weil Carlos kommt ja eigentlich aus dem Baugewerbe, jetzt in der Gastronomie. Aber es ist der einzige Anhaltspunkt, den ich habe. Also versuchen wir es doch einfach mal in der Rue Oberkampf und fragen uns da mal ein bisschen durch. Vielleicht haben wir ja da Glück wenigstens. Jasmin macht sich auf den Weg zu der Straße, die ihren Namen von einem deutschstämmigen Tuchfabrikanten hat und bekannt für ihre hohe Dichte an gastronomischen Betrieben aller Art ist. Das ist sie, die Rue Oberkampf. Und wenn ich mich hier so umschaue, es gibt wahnsinnig viele Bars und Restaurants. Ich habe viel Arbeit vor mir. Könnte Carlos hier irgendwo arbeiten? Bonjour. Guten Tag. Hallo. Alors, je cherche un homme. Ich suche jemanden. Also eine Frau aus Deutschland sucht ihren Vater, um genau zu sein. Der Mann soll in einem Restaurant oder in einer Bar in der Rue Oberkampf arbeiten. Dans un restaurant und dans une bar dans la Rue Oberkampf. D'accord. Verstehe. Er heißt Carlos Lima da Silva. Und Sie möchten gerne wissen, ob er hier arbeitet? Ja. Das tut er nicht. Den Namen kennen Sie nicht? Nein, der sagt mir nichts. Noch nie gehört? Nein. Er ist Portugiese. Vielleicht gibt es ja hier eine portugiesische Bar oder... Tut mir leid, weiß ich nicht. Die Rue Oberkampf ist aber ganz schön lang. Da habe ich ja noch einiges vor mir. Vielen Dank trotzdem. Gern geschehen. Schönen Tag noch. Merci. Sehen Sie gleich. Kann es uns gelingen, den portugiesischen Vater in Frankreich zu finden? Sind Sie Carlos? Nein, der bin ich nicht. Nein? Okay, vielen Dank. Merci, merci. Guten Tag. Ich suche einen Carlos Lima da Silva. Arbeitet er hier? Nein. Also hier arbeitet er nicht? Nein. Carlos Lima da Silva. Gibt's hier nicht. Sicher? Ja, sehr sicher. Okay. Jasmin fragt sich weiter durch. Die Straße ist zwar über einen Kilometer lang, aber die vielen Bars und Restaurants liegen nah beieinander. So erreicht sie in kurzer Zeit sehr viele Kellner und Angestellte, die alle versuchen zu helfen, wo es nur geht. Leider erfolglos. Carlos Lima da Silva. Nein. No? Nein? Kenne ich nicht. No? Okay. Merci. Vielen Dank. Okay. Auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Journée. Also ich habe jetzt wirklich die ganze Straße hier abgeklappert und niemand kennt Carlos, niemand weiß, wo ich ihn finden kann. Ich komme hier einfach nicht weiter. Aber ich habe Gott sei Dank noch eine zweite Spur. Ich fahre einfach nach Lyon. Gesagt, getan.
Lyon liegt knapp 500 Kilometer südlich von Paris. Die gemütliche Stadt wird nicht zuletzt wegen ihrer Schönheit von den Franzosen gern auch das kleine Paris genannt. Jasmin hofft, hier eine Spur von Larissas Vater zu finden. Ich bin jetzt in Lyon auf dem Weg zu der Baufirma. Hab die vorhin auch schon telefonisch erreichen können. Da wollten die mir allerdings noch gar nichts sagen. Und auch eine Kamera möchten sie nicht gerne bei sich im Gebäude haben. Aber zumindest werden sie mich empfangen. Und ich hoffe, dass ich irgendwas aus denen dann gleich rausbekommen werde. Gute 15 Minuten außerhalb des Zentrums der Stadt liegt das groß überregional tätige Bauunternehmen, bei dem ein Mann arbeiten soll, der Larissas Vater sein könnte. Das nämlich hat meine Recherchen im Vorfeld ergeben. Ist das nun der entscheidende Durchbruch auf unserer Suche? Eine knappe Stunde dauert Jasmins Besuch. Tatsächlich hat man mir gerade bestätigt, dass auf einer Baustelle in Lyon ein Carlos Lima da Silva für diese Firma arbeitet. Mehr durfte man mir aus Datenschutzgründen leider nicht sagen, aber sie haben ihn direkt angerufen und ihm gesagt, dass jemand ist, der ihn sucht. Und ich darf ihn gleich auf der Baustelle treffen. Zurück im Zentrum Lyons. Hier befindet sich die riesige Baustelle, auf der mehrere tausend Bauarbeiter auch noch einige Jahre tätig sein werden. Hier müsste Carlos jeden Moment rauskommen. Ich glaube, das ist der Eingang zu der Baustelle. Genau. Hier wollten wir uns treffen. Da kommt jetzt einer. Ich glaube aber nicht, dass es Carlos ist. Der ist zu jung. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie Carlos aussieht. Also ob der jetzt groß ist oder klein. Hier vorne kommen jetzt ein paar Jungs raus. Wo seid Carlos? Sind Sie Carlos? Bitte? Sind Sie Carlos? Nein, der bin ich nicht. Nein? Okay, vielen Dank. Merci. Da kommt einer, guck mal. Also er kommt auf jeden Fall mal auf uns zu. Ich glaube, das ist er. Bonjour, Carlos. Guten Tag. Wo seid Carlos? Sind Sie Carlos? Ja, guten Tag. Oh, guten Tag, hallo. Salut. Hallo. Salut. Wie toll, dass Sie gekommen sind. Keine Ursache, da bin ich. Darf ich Ihnen direkt ein paar Fragen stellen? Ja. Sind Sie in Portugal geboren? Ja. In Vila Nova de Anha? Ja. Und haben Sie mal in Deutschland gelebt und gearbeitet? Ja. Ich komme aus Deutschland. Können Sie sich vielleicht denken, warum ich hier bin? Nein, ich habe keine Ahnung. Es geht um eine sehr persönliche Sache. Ich würde gerne mit Ihnen an einem ruhigeren Ort sprechen. Geht das? Von mir aus gerne, aber nicht jetzt. Ich habe erst in einer Stunde Feierabend. In einer Stunde? Ja. Okay, soll ich hier warten? Ja. Sie kommen zurück und wir treffen uns einfach hier? Okay. Prima, danke schön. Gerne. Bis gleich. Bis später. Tschüss. Dein Papa. Sehr gerne. Warum macht ihr denn sowas? Jetzt war das natürlich erstmal eine große Überraschung. Er wusste ja erstmal gar nicht, um was es geht. Musste ja auch noch arbeiten, wie du gehört hast. Aber Jasmin hat ihn dann nochmal getroffen und auch informiert. Und dann hatte ich auch die Gelegenheit, mich mit ihm zu verabreden. Das gucken wir uns an, wenn du bereit bist. Ja. Ja? Okay. Carlos, mittlerweile weißt du ja, dass deine Tochter Larissa nach dir sucht. Wusstest du denn in der Vergangenheit überhaupt, dass es sie gibt? Ich wusste nicht, dass es sie gibt. Ich hatte aber immer so eine Ahnung. Ich habe immer so ein Gefühl gehabt, dass ich in Deutschland ein Kind habe. Ich wusste nicht, ob Junge oder Mädchen, aber ich fühlte immer, dass da jemand ist. Aber es sind gute Nachrichten für dich? Sehr gute sogar. Mein Herz tanzt vor Freude. Ich möchte sie in meine Arme schließen und sie fühlen. Ich möchte gerne wissen, ob es ihr gut geht, wie ihr Leben verlaufen ist. Carlos, erzähl mir doch mal bitte die Geschichte von dir und Larissas Mutter, wie ihr euch kennengelernt habt, wie die Umstände waren.
Ich habe damals in Deutschland auf einer Baustelle gearbeitet. In der Nähe gab es ein Restaurant. Dort habe ich Maria kennengelernt. Sie arbeitete dort. Wir mochten uns von Anfang an. Wir kamen uns schnell näher. Eins kam zum anderen. Schließlich hatten wir eine kurze Affäre. Da ich jetzt von Larissas Existenz weiß, muss sie in dieser Zeit entstanden sein. Aber du hast dann irgendwie geahnt, dass es so sein könnte, dass ein Kind unterwegs ist, richtig? Mein Bauchgefühl sagte mir, Maria würde mir etwas verheimlichen. Ich wollte damals eigentlich bei ihr in Deutschland bleiben, aber sie wollte das nicht. Sie war nicht damit einverstanden. Dann bekam ich von meiner Firma ein Angebot, nach Angola zu gehen. Ich sagte zu. Nach einigen Jahren in Angola bin ich dann nach Frankreich gegangen. Ein Teil meiner Familie wohnte dort. Da bin ich dann bis heute geblieben. Carlos, erzähl mir doch mal, wie dein jetziges Leben so aussieht. Ich arbeite für eine Baufirma in Lyon. Ich wohne in der Bourgogne, in einem Dorf namens Plumerie. Dort wohne ich in einer Wohnung mit meiner Freundin. Ich habe noch zwei Kinder aus meiner ersten Ehe, Carlos Antonio und Patricia. Wir verstehen uns sehr gut. Wir telefonieren regelmäßig. Wir haben ein gutes Verhältnis. Carlos, ich habe dir Fotos mitgebracht von deiner Tochter, als sie noch klein war. Das ist deine Tochter als Baby? Wie süß. Das ist gerade wirklich überwältigend. Unglaublich schön. Ich habe dir noch was mitgebracht. Natürlich auch ein Foto von deiner Tochter, wie sie heute aussieht. Das ist deine Tochter. Wie hübsch sie ist. Das macht mich gerade echt traurig. Warum musste so viel Zeit vergehen? Warum? Ich habe noch eine ganz wichtige Neuigkeit für dich. Denn du hast auch eine Enkeltochter, Julia. Sie ist 3 Jahre alt. Wunderschön, mein erstes Enkelkind. Wir werden viel Zeit miteinander verbringen. Das wünsche ich mir sehr. Hallo Larissa. Ich bin Carlos, dein Vater. Wir werden uns bald kennenlernen und für immer zusammenbleiben. Habe keine Angst, wenn wir uns gegenübertreten. Es wird uns beiden sehr gut tun, wenn wir uns treffen. Ich küsse dich. Ich bin sehr glücklich. Heute und für dich geht es ja um die Geschichte von dir und deinem Papa. Und ich glaube, die Geschichte hat heute ein glückliches Ende, weil dein Papa ist nach Deutschland gekommen. Dein Papa wollte dich so schnell wie möglich sehen und er wartet auf dich. Oh Gott. Ich bring dich hin, ja? Vor 25 Jahren wurde Carlos die Möglichkeit genommen, für seine Tochter da zu sein. Nie erfuhr er, dass es sie überhaupt gibt. Heute können sich die beiden endlich sehen. Larissa, dein Papa wartet genau hier vor der Tür. Du kannst jetzt hingehen. Gut.
beiden. Das ist jetzt noch ganz viel, ne? Das muss ganz in Ruhe wachsen. Und dafür werdet ihr Zeit haben. Es gibt jemanden, der euch beim Übersetzen hilft. Du musst Portugiesisch lernen. Ja. Ja? Okay? Danke. Ich wünsche dir alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Danke. Bitte. Sich nach einem Vierteljahrhundert zum ersten Mal in die Augen zu sehen, fällt Vater und Tochter noch nicht so ganz leicht. Doch jetzt endlich haben sie alle Zeit der Welt, zueinander zu finden. Ganz, wie Larissa es sich immer gewünscht hatte.